Lena, was machst du da? Ich will mit Mistral allein sein. Das wird mir ganz bestimmt helfen. Ist gut, Lena, aber pass schön auf. Ich hab's im Griff. So, jetzt sind wir allein, Mistral. Nur du und ich, so wie früher. Bravo, so ist es gut. Ich muss meine Angst beherrschen. Ich kann es schaffen. Ich weiß, ich kann es. Sag, das war's noch nicht. Dieses Pferd ist vollkommen außer Kontrolle. Schickst du es Lenas Vater? Nein, noch viel besser. Oh, Julia, bezaubernde Julia, ich höre. Nico, Sie nehmen mir Mistral weg. Oh nein, ich komm dich abholen. Tierärztliche Aufsicht. Wir müssen dieses Pferd mitnehmen. Was? Das können Sie doch nicht machen. Wieso nicht? Laut Gesetz schon. Dieses Pferd wurde Monsieur Steiner nur zur Betreuung übergeben. Außerdem liegt uns ein Video vor, das beweist, dass von ihm eine gewisse Gefahr ausgeht. Was? Ein Video? Das kann nur von dieser Schlange Samantha stammen. Nein! Alles okay, Lena? Ich erinnere mich, wie Sie das erste Mal gekommen sind, um Mistral abzuholen. Ich hätte ihn fast verloren. Das darf nicht nochmal passieren. Okay, geh schon mal zum Wagen. Ich bringe ihn gleich zu dir. Warten Sie! Mistral ist nicht gefährlich. Er ist nur ein bisschen nervös im Moment. Das zu entscheiden überlässt du lieber uns, Kleine. Na los, mein Hübscher, zurück. So ist es gut. Schön langsam. Komm schon! Na los! Höher! Höher! Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Ihnen nur etwas helfen. Mach dich nicht über uns lustig, Bürschchen. Gut, dann müssen wir ihn jetzt eben suchen. Gut gemacht, Angelo. Und wir müssen ihn zuerst finden. Auch nicht zurückgelaufen. Wir haben überall gesucht. Wo bist du nur, Mistral? Vielleicht haben die von der Aufsicht ihn vor uns gefunden. Und ich habe Mistral verloren. Für immer. Lass den Kopf nicht hängen. Kommt, wir reiten zurück. Morgen in aller Frühe suchen wir weiter. Mistral! Bist du ja. Es tut mir leid, aber du machst mir Angst. Ich erinnere mich an alles.